Citation à l'ordre de la nation. Zitat im Namen der Nation. Präsentiert das Gewehr. Lieutenant Ahmed Merabet, affecté au Leutnant commissariat Ahmed du 11e Merabet, arrondissement, la police, im 11. Arrondissement der Präfektur von Paris, ein Mann mit hohem Berufsethos, am 7. Januar verschieden in Ausübung seiner Dienstpflichten, Leutnant Frank Brun-Solaraud, der als Personenschützer ein sehr dynamischer, mutiger und auch ebenfalls berufsethisch sehr gewissenhafter Polizist war, auch am 7. Januar 2015 verschieden, erschossen in Ausübung seiner Pflichten. Clarissa Jean-Philippe, die bei der Stadtpolizei von Montrouge mit sehr viel Engagement arbeitete, ebenfalls Opfer in Ausübung ihrer Pflichten. Es werden die Orden der Ritter der Ehrenlegion durch François Hollande, den französischen Staatspräsidenten, werden diese Orden jetzt verliehen. Thank you.
Leutnant Ahmed Merabet, im Namen der Französischen Republik verleihen wir Ihnen die Ordenswürde des Ritters der Französischen Ehrenlegion. Leutnant Frank Brassolaro, im Namen der Französischen Republik verleihen wir Ihnen die Würde des Ritters der Ehrenlegion. Brigadier Clarissa Jean-Philippe, im Namen der Französischen Republik verleihen wir Ihnen die Ordenswürde des Ritters der Ehrenlegion. Thank you.
Allocution de Monsieur François Hollande, Président de la République. Es folgt die Ansprache von François Hollande, dem französischen Staatspräsidenten. Nous sommes réunis ce matin. Wir haben uns heute Morgen vereint mit den allerhöchsten Regierungsstellen, dem Präsidenten des Senates, dem Präsidenten der Assemblée Nationale, der Pariser Nationalversammlung, der Regierung und aller wichtigen Regierungsbehörden. Wir haben uns heute Morgen hier vereint mit der Bürgermeisterin der Stadt Köln, von Paris, dem Präfekten der Stadt Paris, den Verantwortlichen, die für die Sicherheit unseres Landes verantwortlich sind. Wir haben uns heute Morgen hier vereint mit den trauernden Familien, mit den Angehörigen. Wir haben uns hier vereint heute mit den Damen und Herren Polizisten und Polizistinnen von Paris, die für unsere Sicherheit verantwortlich sind. Wir haben uns heute hier versammelt an einem Ort, der seit 1948 schon das Symbol ist für die Verbindung, für die Beziehung zwischen der Republik und der Polizei. Hier in diesem Innenhof der Präfektur von Paris haben die französischen Polizisten mit der ruhmreichen Woche begonnen, in der Paris befreit wurde. 70 Jahre später, heute, versammeln wir uns heute hier, um Clarissa Jean-Philips, Ahmed Merabès und Franck Brun-Solarose zu gedenken, die am vergangenen Mittwoch und Donnerstag im Kugelhagel der Terroristen gefallen sind. Diese Frau, diese Männer waren Polizisten. Sie hatten einen gemeinsamen Willen, nämlich ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger zu beschützen. Sie hatten ein Ideal, das nämlich der Französischen Republik zu dienen. Sie sind in Erfüllung ihrer Pflichten gestorben, mutig, tapfer und in Würde. Sie starben wie Polizisten. Ihnen, den Familien und Angehörigen, versichere ich, dass ganz Frankreich ihren Schmerz und ihr Leid teilt. Clarissa, Franck, Ahmed sind gestorben, damit wir frei in Freiheit leben können. Das haben Hunderttausende unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger zum Ausdruck bringen wollen, als sie am vergangenen Sonntag in ganz Frankreich marschierten, sich erhoben, massenhaft, um ihre Trauer, ihren Kummer zu teilen und zu dokumentieren, wie sehr sie an der Freiheit, der Demokratie und der Brüderlichkeit hängen. Sie wollten auch eine Botschaft der Dankbarkeit übermitteln den Ordnungskräften. Sie haben ihren Dank und ihren Stolz ausgedrückt und dachten zuerst einmal an diejenigen, die für die Republik ihr Leben gelassen haben, all denen, die für die Verteidigung der Republik verletzt wurden, die den Zugriff in Dammartin-en-Goële und in Paris durchgeführt haben und diesem Töten ein Ende gesetzt haben, das 17 Tote gefordert hat. Am vergangenen Sonntag hat Frankreich seine Stärke
gegenüber den Fanatikern bewiesen, seine Einigkeit gegenüber denen, die spalten wollen, und es hat seine Solidarität all denen erwiesen, die Opfer des Terrorismus geworden sind, den Journalisten von Charlie Hebdo, den Angestellten, die an dem Ort zugegen waren am vergangenen Mittwoch. Dieser Polizisten der Stadtpolizei, die am Donnerstag erschossen wurde, und schließlich auch den Opfern in dem koscheren Lebensmittelladen an der Porte de Vincennes, all diesen Opfern, all ganz Frankreich, Clarissa, Ahmed und Frank sind drei Beamte, die die Vielfalt der Polizeikräfte und Sicherheitskräfte in unserem Lande auch widerspiegeln. Drei Polizisten, die illustrieren, wie professionell, mit welchem Engagement und welchem Engagement für die Werte unserer Republik diese Polizisten arbeiten. Heute Vormittag vor Ihnen, vor ganz Frankreich, damit auch nichts in Vergessenheit gerät, damit wir uns immer an all das erinnern, was ihr Opfer bedeutete. Der Sinn, der eigentliche ihres Lebens, die Bedeutung ihres Todes. Darum haben wir Ihnen postum die Ordenswürde des Ritters der Ehrenlegion verliehen. Clarissa Jean-Philippe wurde vor 26 Jahren in Martinique in Fort-de-France geboren. Sie wuchs auf in einem Viertel Dernièrement in Sainte-Marie und sie liebte ihr Stadtviertel, sie liebte ihre Insel und sie liebte Frankreich. Sie wollte dienen. Und sie hat sich gefragt, wie sie das machen könnte, wie sie dem Lande dienen könnte. Und schon sehr jung hat Clarissa Jean-Philippe ihre Insel verlassen, Martinique verlassen, und ist aufgebrochen in die Hauptstadt. Sie hat bei der Polizei von Pantin ihre Ausbildung gemacht und sehr schnell ihre Qualitäten unter Beweis gestellt, wurde eine hervorragende Stadtpolizistin. Sie war eine ganz blendende eine Frau, die sehr ehrgeizig war, die auch das umsetzen wollte, was sie in der Polizeischule gelernt hat. Und sie wurde dann in Montrouge eingesetzt als Praktikantin. Dort hat sie sich dermaßen gut bewiesen, dass sie auch verbeamtet werden sollte, und zwar in dem Moment, wo sie umgebracht wurde. Ihre Verantwortung war es, die öffentliche Ordnung in ihrem Stadtviertel aufrechtzuerhalten, an den Schulen, in dem Straßenverkehr, im Kontakt mit den Familien, mit den Gewerbetreibenden. Halt eben eine Stadtpolizei, die die Sicherheit im öffentlichen Raum zu gewährleisten hat. Und am Donnerstag wurde sie zu einem Autounfall gerufen. Sie war dann vor Ort zugegen und wurde feige von hinten in den Rücken geschossen, getroffen von einem großkalibrigen Projektil, das ihr Mörder abgeschossen hatte. Wie kann man denn so über etwas überhaupt rechtfertigen wollen, wie man eine junge Frau mit 26 Jahren so feige ermordet, deren ganzes Leben mit allen, mit Vielversprechen noch vor ihr lag, die sich für andere engagiert hatte? Wie soll man denn verstehen, dass ein Mörder genau diese schreckliche, diese niederträchtige Tat vollbringt? Was kann denn überhaupt ein Motiv für so eine Tat sein? Lassen wir uns diese Fragen stellen. Ganz einfach, ganz grausam. Sie wurde umgebracht, weil sie eine Polizeiuniform trug, weil sie Polizistin war, weil sie das Symbol der Republik verkörperte. Aber vielleicht gibt es auch noch eine andere Erklärung, die dazu kommt. Sie war dort vor Ort, um einen Terroristen daran zu hindern, in seiner Verehrung noch weiterzugehen.
in unmittelbarer Nähe der Schule, die nur 100 Meter entfernt war und die durch sie geschützt wurde. Das wird alles noch werden alles noch die Ermittlungen erweisen. Sie ist als Märtyrerin gestorben, Clarissa Jean-Philippe, am vergangenen Mittwoch. Ihr Gesicht, das Gesicht einer jungen Frau, einer glücklichen Frau, glücklich darüber, dass sie ihrem Land und ihrer Stadt dienen konnte. Dieses Gesicht wird uns für immer auch erhellen. Ahmed Merabet, wurde geboren im Departement Seine-Saint-Denis in Livry-Gargnan, in einer Familie algerischen Ursprungs. Er war 40 Jahre alt. Er hatte eine große und schöne Familie, seine Mutter, seine Brüder, seine Schwestern, seine Gefährtin, eine wunderbare Familie, die mich am Sonntag empfangen hat, trotz des Kummers, den sie zurzeit durchlebt. Und sie hat mir den engagierten Beamten beschrieben, der Ahmed war, und mir gesagt, er habe immer Polizist werden wollen. Er habe hart dafür gearbeitet, um das zu erreichen, um seine Berufung zu verwirklichen und Polizist zu werden. Ihm lag eine großartige Zukunft zu Füßen und er hätte den Wettbewerb des Offiziers der Kriminalpolizei auch geschafft und wäre befördert worden, wäre der Kriminalpolizei zugeordnet worden. Und die Mitglieder der Brigade des 11. Arrondissements, seine Kolleginnen und Kollegen aus dem Kommissariat, aus der Dienststelle, für sie war und für alle Pariser drückte er das aus, was wir in den Polizisten immer sehen. Sie schützen uns, sie nehmen Strafgefangene fest, sie arbeiten mit Effizienz, mit Mut. All das hat er getan. Ahmed Merabet war ein vorbildlicher Polizist, ein gerechter Mensch, der sehr ausgewogen reagierte und in die schwierigsten Situationen friedlich regeln konnte. Er wollte sich mit seiner Gefährtin in einem Haus in Livry-Gargan niederlassen, in der Nähe seiner Familie. Und er hatte an dem Mittwoch einen seiner letzten Einsätze als Streifenpolizist, und das war sein letzter Einsatz. Das Schicksal wollte es, dass er den Weg der Terroristen kreuzte, die dieses feige Attentat auf Charlie Hebdo verübt hatten. Und er sah sie und beschloss, sie aufzuhalten, sich ihnen entgegenzustellen und heldenhaft ihnen den Weg zu versperren. Er wurde durch eine Salve aus dem Maschinengewehr getroffen, ging zu Boden und wurde dann feige mit einer Kugel in den Kopf erschossen, als er schon am Boden lag. Ahmed Merabet hat sein Engagement mit dem Leben bezahlt. Ahmed Merabet, Franzose muslimischen Glaubens, war sehr stolz, die französische Polizei vertreten zu können, die Werte dieser Republik, die Laizität, die Trennung von Staat und Kirche, die dafür sorgt, dass in unserem Lande sämtliche Formen religiösen Glaubens akzeptiert und beschützt werden. Alle Bürgerinnen und Bürger, seien sie Gläubige, seien sie Atheisten, können auf diese Weise in dieser Republik zusammenleben. Und dafür ist Ahmed Merabet gestorben. Er wusste besser als jeder andere, dass der radikale Islamismus nichts zu tun hat mit dem Islam und dass der Fanatismus, der Extremismus Muslims ermordet in Syrien, im Irak, aber auch in Frankreich. Denn der Dschihadismus, der radikale Islamismus, trifft all diejenigen, die
die ihren Glauben frei leben wollen, ihre Überzeugungen frei leben wollen, all diejenigen, die ganz einfach frei leben wollen. Ahmed Merabe ist gestorben, weil er sich diesen Fanatikern entgegengestellt hat, weil sie gefährlich waren, weil sie den Schrecken verbreiteten und dieses niederträchtige, schreckliche Schlechterei in der Zeitungsredaktion ausüben wollten. Und er hat gegen die Stigmatisierung gekämpft. Er hat gegen diesen radikalen Islamismus sich dem entgegengestemmt, der die Republik begleitet. Sein Gesicht, sein Gedenken, wir werden immer an ihn denken und er wird für uns eine Quelle des Lichtes sein. Franck Brun-Solaro war schon seit 1968 Polizist. Franck trat sehr früh in den Polizeidienst ein, als Polizist, als Streifenpolizist, wie sein Zwillingsbruder Philipp. Und zu Anfang hatte er in Bobigny gearbeitet als Streifenpolizist und ihm war es gelungen, aufgrund seines unermüdlichen Arbeitseinsatzes in den Dienst des Objekts- und Personenschutzes einzutreten, zum Schutze von Botschaften und anderen öffentlichen Gebäuden. Er gehörte einer Einheit an, die speziell ausgebildet sind als Personenschützer zur Gewährleistung der Sicherheit von Personen und Objekten. Er war ein sehr ruhiger Mensch, ein sehr besonnener Mensch und Franck Brun-Solaro hatte genau diese Eigenschaften. Er zeichnete sich auch durch menschliche Eigenschaften aus gegenüber seinen Kolleginnen und Kollegen, aber auch den Personen, die er zu schützen hatte. Wissen Sie, diese Fähigkeit, nett zu sein und gleichzeitig sehr aufmerksam jedes kleinste Detail zu beobachten und im Auge zu haben, das eventuell ein Risiko darstellen könnte, diese Wachsamkeit. Und die Menschen, die er im Laufe seiner Karriere geschützt hat, vertrauten ihm. Ich denke da an den Antiterrorrichter des Richterkorps. Ich spreche über die israelischen Botschafter. Ich spreche über seine Arbeit in den Botschaften zugunsten oder für die Botschafter, die großen Gefahren ausgesetzt waren. 1996 war er in Kabul im Einsatz und sorgte dort für die Sicherheit von über 40 französischen Staatsbürgern. Schon damals hat er sich dem Terrorismus entgegengestemmt. Im darauffolgenden Jahr war er zuständig für den Schutz der französischen Botschaft in Kambodscha. Er war dort auch zuständig für die sichere Evakuierung unserer französischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Später dann im Kongo rettete er 35 Menschen das Leben, die zwischen die Fronten geraten waren. Er war also ein sehr erfahrener Polizist und man hatte ihm die Aufgabe anvertraut, Stéphane Charbonnier, den Chefredakteur von Charlie Hebdo, zu schützen. Alle zwei Wochen war er dort in der Redaktion zugegen, begleitete Stéphane Charbonnier überall hin, auch privat. Und er ging auch, normalerweise stand er unten vor der Tür und ging aber immer rein, wenn er ein Risiko vermutete. Im Laufe der Monate hat sich dann eine persönliche Beziehung zwischen Stéphane Charbonnier und Franck Brun-Solaro entwickelt, wie im Übrigen auch mit dem Rest der Redaktion. Er war Polizist,
aber zugleich Mitglied dieser Redaktion. Eine ganz außergewöhnliche Lage, die nur er verstehen konnte, denn er hatte Ingrid geheiratet, Mitglied der Redaktion und war somit in den inneren Kreis, in die Familie der Journalisten aufgenommen worden, als die Terroristen dort eindrangen. Hat Franck Brinceau-Larreau in einem letzten Reflex noch versucht, die zu schützen, für die er dort war. Er ist mit der Waffe in der Hand gestorben und die anderen hatten nur ihren Stift in der Hand. Er starb für die Freiheit, für die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit, die bis zum Letzten geht, um die Unabhängigkeit der französischen Presse darzustellen. In diesem Sinne sind wir auch in dieser Republik. Clarissa Jean-Philippe, Ahmed Merabet und Franck Brinceau-Larreau, drei Polizisten, drei Lebensläufe, drei Gesichter Frankreichs. Die terroristische Verrücktheit kennt keine Farben, kennt keine Religion, sondern nur die Maske des Hasses. Eines Hasses, der all das verachtet, was für das Frankreich steht. Die Vielfalt, die Demokratie, der Pluralismus, die Trennung von Staat und Kirche, die Laizität und das Ideal des Friedens. Aber Frankreich mag angegriffen werden, mag attackiert werden, mag in Trauer sein, wie wir es heute sind, aber unser großartiges und schönes Frankreich weicht niemals zurück. Wir beugen uns nicht, dieses Land beugt sich nicht, es stellt sich den Herausforderungen, steht aufrecht und mit der Rechtsstaatlichkeit, mit den Ordnungskräften und die sie führen, die Polizisten, die Gendarmen haben, die Mörder neutralisiert, dank unserer Ordnungskräfte, dank unserer Polizeikräfte und Gendarmen, dank ihrer hat die Freiheit gewonnen, hat die Freiheit gesiegt über die Barbarei und das französische Volk ist aufgestanden, hat sich erhoben vor der ganzen Welt, um zu manifestieren, dass wir zusammenleben wollen in der Einheit und Brüderlichkeit. Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, die Devise der Republik, die Worte unserer Nationalhymne, das sind nicht nur leere Worte, das sind Ideen, die Frankreich erst zu dem machen, was es ist, die für sich selbst stehen, Ideen, die eine öffentliche Kraft entwickeln, mit der wir diese Werte verteidigen wollen. Sie sind diese Ordnungskraft, diese Ordnungsmacht und die wollen wir heute ehren und respektieren. Auch wenn wir diese Schlacht gewonnen haben, so sind wir noch nicht mit der Bedrohung am Ende. Sie ist präsent, manchmal sehr weit von uns, außerhalb unserer Grenzen. Und dann sind es unsere Soldatinnen und Soldaten, die sie bekämpfen. Und diese Bedrohung ist aber auch hier im Inland gegeben. Und wir müssen unsere Wachsamkeit verdoppeln. Das haben wir getan, indem wir all unsere Kräfte mobilisiert haben, um die gefährdeten Orte zu schützen. 10.000 Soldaten, Gendarme, Polizisten, Zehntausende sind jetzt im Einsatz in ganz Frankreich, um die Sicherheit der gefährdeten Orte zu gewährleisten. Und wir haben unsere Geheimdienste. Ich begrüße Ihre Tätigkeit. Sie sind nämlich in steter Aufmerksamkeit und Wachsamkeit, um Attentate zu verhindern. Wir stehen hier vor Ihnen mit der Regierung, mit dem Parlament, mit allen Französinnen und Franzosen und müssen die wichtigen, die richtigen und wirksamen Entscheidungen treffen, um hier dieser Bedrohung uns entgegenzustemmen im Respekt der Rechtsstaatlichkeit. Dafür sind wir die Republik und dafür
kämpfen wir stets für die Freiheit. Wir müssen drei Grundsätze sicherstellen. Zum einen die Entschlossenheit. Das ist die Grundvoraussetzung für die Sicherheit. Wir müssen wirklich unbeugsam sein gegenüber antisemitischen, anti-islamischen Akten. Und wir dürfen überhaupt gar nicht vor dem Terrorismus zurückweichen, vor denen, die sich dem ausliefern, den Dschihadisten, ob sie nun im Irak tätig sind oder in Syrien oder gar zurückkommen in unser Land. Der zweite Grundsatz bedeutet, dass wir dass wir gelassen und ruhig reagieren und angemessen auf die Bedrohungen reagieren, ohne Schwäche zu zeigen, aber auch nicht überstürzt zu handeln. Und dann die Einheit, die wir bewiesen haben, das ist unsere stärkste Waffe, unsere Kraft, diese Versammlung, diese Einigkeit, mit der wir zeigen, was Frankreich in der Lage ist zu leisten, wenn hier etwas auf dem Spiel steht und die uns vor allen Dingen das Vertrauen in eine robustere, solidere Zukunft gibt, in welcher Gefahr Frankreich sich auch immer befindet, sind wir Frankreich ein Land, das immer Referenz war für die ganze Welt, wenn die Freiheit bedroht wird. Das französische Volk hat die wohl großartigste Antwort gegeben auf diese Bewährung, die uns getroffen hat, auf diese Prüfung. Wir haben wohl das schönste Bild vermittelt der Polizei, der Gendarmerie, all derjenigen, die unsere Sicherheit gewährleisten. Und wir haben eine Botschaft ausgesandt an alle Generationen, insbesondere die Jüngsten, dass die angesichts einer solchen Prüfung begreifen müssen, worum es geht, was passiert. Denn das ist wichtig für ihr Engagement in ihrer Zukunft bis zum Ende ihres Lebens. Mir kommen Worte André Malraux in den Sinn, der nach einem Terroranschlag vor langem einmal formulierte: Seien Sie sicher, dass wenn wir Verwundete haben, dann werden wir sie bergen. Wenn wir Tote haben, werden wir sie beerdigen und wir werden weiterkämpfen, denn die Opfer stehen für die Menschenwürde, für dieses Gefühl, dass die demütige Ehre der Menschen in den Händen trägt, diese demütige Ehre der Menschen. Und wenn Frankreich heute aufrecht steht, dann deshalb, weil Polizisten gefallen sind, in demütiger Ehre, diese Männer und Frauen, nämlich Franck Brassolaro, Ahmed Merabe und Clarissa Jean-Philippe. Ich danke euch und ich sage euch, wie stolz wir auf euch sind, denn dank eures Einsatzes steht Frankreich aufrecht. Es lebe die Republik. Es lebe Frankreich.